Hallo, liebe Poké-Freunde, Obito wieder hier und wir machen mit demselben Team tatsächlich weiter, weil, ja, damit fahre ich im Moment am besten. Es ist aber trotzdem ein Auf und Ab. Dutch Goku, ein Dragon Ball-Fan. Dragon Ball ist cool. Habe ich früher selber mal geschaut, die Spiele sind geil, Führung ist geil. Ja. Palkia habe ich auch im Team. Demeteros. Ah oh, ja. Gehe ich in mein eigenes Palkia. Eine Steinkante sollte ich überleben, oder? Ja, jetzt brauchst du immer nur auf Kraftkoloss gehen. Aber der Nachtschweif würde dich auch rausnehmen. Problem ist, du könntest jetzt mit deinem Dingskirchen runterfahren, ne? Ah, du schildest, okay? Dann werde ich tatsächlich auch schön. Ja, war klar, dass Kraftkoloss jetzt kommt. Ja, ist mir ein zweites Schild wert. So. Erstmal Nassschweif. Und ich werde jetzt in Dialga gehen. Genau. Ah ja, das Ding noch. Das Ding noch. Das ist natürlich nervig. Frage ist, ob ich es schaffe, runterzufahren, ne? Ich muss es versuchen, Leute. Ich muss es versuchen. Okay, einen Treffer kassiere ich. Das tut weh. Okay, mein Bildschirm wird einfach dunkler. Schade, ich dachte, ich kann abfangen. Na, ja, dann habe ich es eh verloren. Dann habe ich es eh verloren. Schade. Abfangen wäre meine einzigste Möglichkeit gewesen. Aber warum ist mein Bildschirm dunkler? Oh. Boah, Augenkrebs. Ja, besser. Bin ich irgendwie auf die falsche Taste gekommen. Ja, erster Kampf war schon mal eine Niederlage. Aber das passiert. Muss man mit leben. Passiert jeden Mal. Und wieder, was ist los? Wo kommen die Palkia her? Aber kein Bass Buddy, aber es ist ein 100er. Diesmal ist es aber Mewtwo da. Du schüttest dein Mewtwo nicht, das ist in Ordnung. Einmal werde ich schilden. Okay, es war nur Psychostoß. Aber du kommst zu keinem mehr. Was kommt jetzt rein? Ich habe noch mein Pike, ja. Und das Vieh sieht man auffällig oft. Ah, schade, ich hätte gern noch eingesetzt. Ja, überlebe ich leider nicht mehr. So, jetzt rechne ich mit dem Schild von dir. Genau. Und rüber.
Sehr schön. Was auch immer abgefangen. Nassschweif. Ich muss definitiv mein Schild für meinen Palkia aufheben. Definitiv, den Nassschweif überstehe ich noch. Okay, ich habe leider eingesetzt. Hat leider ausgereicht. Ja, ich muss aber mein Schild für Palkia aufheben, ne? Das Schlaue von mir war, ich habe extra Energie geholt. Das heißt, du musst jetzt schilden. Und ich habe bei den nächsten das Schweif ready. Ja, du kommst nicht mal mehr zur nächsten Attacke. Perfekt. Den Ko Kampf konnte ich zu meinem Gunsten entscheiden. Nassschweif gegen Stahlebor. Ach, Stahlebor hat im Moment jeder. Ich hätte auch gerne Stahlebor. Das würde ich dann wahrscheinlich gegen Melmetal austauschen. Weil ich dann Boden und, sag ich mal, Gesteinsattacken hätte. Und das ist gegen eigentlich jedes Pokémon gut. Gegen Togekiss und. Stahlopor, genau, Stahlopor, Styropor. Nein, Stahlobor ist halt in der Meta echt broken. Also, es trifft gegen alles perfekt. Einziger Endgegner ist wirklich Kyogre oder Palkia. Wobei Palkia gar nicht mal so extrem ist, weil Feuer Odem resistiert werden. Aber Kyogre, das ist Endgegner für Stahlobor. Da hat Stahlobor echt nichts mehr in der Farm Kyogre einfach runter und gut ist. So, wir sind auf der Suche nach einem Gegner und ich hoffe, wir finden Gegner. Das wäre echt schön. Ah ja, da haben wir Dacowet oder so. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Und Ho-Oh sehe ich im Moment oft. Muss ich natürlich Schild nehmen. Erdbeben kommt. Ich gehe da grundsätzlich nur auf Eisenschädel. Bei Draco, da würde ich mich abschwächen. Oh, okay. Ja, ich muss schön, auch wenn es jetzt Sturzflug ist. Ja. So, was kommt jetzt rein? Dein eigenes Dialga. Oh, das hat gar keine guten Werte. Kommen sogar noch mal zum Eisenschädel. Ja, drück mal den Draco. Gehst blind auf die Attacke, das ist vollkommen in Ordnung. Dein Dialga wird nichts mehr machen. So, jetzt muss ich hier rein, um Druck zu machen. Leider kriegst du Attacken durch. Ich hoffe, du hast Donner.
Bitte hab Donner. Blizzard wäre natürlich. Ja, würde ich wahrscheinlich nicht überleben. Fast Blizzard, ne? Oh, ich überlebe es doch. Oh, und hab noch Nassschalk gegen Dialga. Perfekt. Palkia überlebt also auch Blizzard. Interessant. Man kriegt, aber das Dialga ist auch echt schlecht. Es ist gerade mal bei 3770 WP. Da fehlt so Ecke an WP. Das ist heftig. Das ist schon heftig gewesen. Ja, Melmetal war kurz drin, hat Hallo gesagt. Aber Palkia hat es letzten Endes geregelt. Heute sind echt wenig Torgekiss unterwegs, ist mir aufgefallen. Also ich habe bisher eins gesehen. Bisher ein Torgekiss. So, Zunderwall ist an der Reihe. Dialga kommt gegen Milmetal. Oh, da mache ich es immer auf Palkia gleich gehen. Milmetal ist doof. Er holt sich schlauerweise Energie. Ich gehe einmal auf Naschweif. Könnte auch auf Draco gehen, aber die meisten schön dann. Okay, er nicht. Das ist mir tatsächlich kein Schild wert. Schade, ich hätte gerne nochmal vorher auf Nassschweif gedrückt. Na, hier werde ich nicht schilden. Ah, ist nur Himmelsfeger. Ich hoffe, du kommst nicht no zu noch einem. Leider ja. Ja, ich da. Muss meine Schilde für Dings aufheben. Es kommt rein. Kurz abwarten. Du setzt dich ein. Bitte Eisenschild. Ja. Dann komme ich jetzt nochmal zum Draco. Muss er allerdings leider jetzt rauswechseln. Also ist mir jetzt kein Schild wert. Jetzt muss ich auf den Togekiss hinten hoffen. Ja, ihr Teil geht auch. Aber ich wäre gerne eher rausgewechselt. Ja, die meisten ködern. Und er kann das nur mit dem Köder eigentlich gewinnen. Hallo? Wie? Hallo? Ah, er geht direkt drauf. Och Mann. Er geht direkt auf Fokusstoß. Oh. Sonst ködern die immer. Ja, ich hätte schäden sollen. Dann hätte ich noch ein bisschen farmen können. Ja, das ist doof gelaufen. Passiert. Was passiert?
Ja, positives Set wäre schon nice. Ja, Gegner finden wir auch mal nice. Ach ja, jetzt geht's auf einmal ein komisches System hier. So, Kampf beginnt. Oh, gegen Flame for Fame. Cooler Name eigentlich. Ist Legend-Spieler. Dialga gegen Togekiss. Na, ja, da weiß ich, wie ich es mittlerweile mache. Ich bleib da drin. Bei Wechseln wäre ein Fehler. So, er holt mich nochmal aus. Das ist wichtig. Und auch richtig. Genau, Schild ist da. Ja, das setzt ein, ich schilde. Ich muss schilden, weil sonst kriege ich nicht noch ein Eisenschild hin. Du kriegst nicht den Boost, fängst ab? Nein, du bist jemand, der nicht abfängt. Das geht auch klar. So, jetzt gehe ich hier rein. So, setze auch gleich ein. So. Ah ja, Giratina. Giratina. So. Jetzt. Schön, genau. Und jetzt. Genau, das Dialga rauslocken. Den Draco droppen. Problem ist, du kannst mich jetzt runterfahren. Krieg nur ein bisschen Schaden noch drauf. Ja. Ah, ich habe eine Attacke untergebracht. Das ist jetzt Spukball. Au. Ja, du brauchst nur noch Unheilbe. Ja, das wird der Gegner leider noch gewinnen. Ist aber recht knapp geworden. Nein, ich gewinne. Krass. Hättest nicht Unheilböen gehabt? Du hättest auch Unheilböen gehabt haben müssen. Oder was da eine Attacke zurück? Aber Togekiss Führung läuft. Habe ich noch gut hingekriegt. Bin übrigens gestern noch Level 43 geworden, aber das ging recht schnell, Level 43. Und Level 44 ist auch recht einfach. Also die von den Aufgaben her. Ups, der war zu kurz. Der war richtig. Ja. Und mal sehen. Also ich habe jetzt die Level 43er Quest. Also Aufgabe. Und ja. Level 45 gibt es aber auch eine Aufgabe, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ah, mal sehen. Ja, kein tolles Quapuzzi. Quapuzzi. Ah, wir gehen wieder ein paar Points hoch. So, und jetzt starten wir gleich ins letzte Set für heute. Ach, wieder der bekannte Fehler. Wie eh und je. So, zack.
Kampf gewinnt, das ist gut. Weber, 1990. Jaeger gegen Luvia. Ja, da muss ich den Luftstoß fürchten. Ich sollte vorher zum Draco kommen. Genau, du kriegst keine extra Attacke zwischen, das ist schon mal gut. Ja, Lugia muss ich loswerden. Lugia ist nervig. Schild? Ja, perfekt. Ah, wahrscheinlich kürzerst du jetzt auf einen Himmelsfeger. Natürlich kürzerst du. Das ist aber auch nur ein Himmelsfeger und den brauche ich nicht schön. Oh, er kriegt immer noch, immer diesmal jetzt eine zwischen. Aber vielleicht kriegen wir jetzt noch ein Schild. Nein. Nö. Nö. Das wird ein Team sein mit zweimal Drachenroute mindestens. Und da hole ich mir lieber mit Mehrmetallenergie. So, ein Steinhage droppe ich. So, locken wir mal das Dialga raus. Ja. Hoffentlich gehe ich noch in das Schweif raus. Schild ist da. So. Schön den Draco. Und holen uns Energie. Das werde ich wahrscheinlich trotzdem verlieren. Ah, leider kriegst du den Eisenschild noch raus. Ja. Okay, du wechselst. Spukball überlebe ich auf jeden Fall. Spukball kommt. Oh. Ja, verliere ich. Das verliere ich leider. Ja, schlau, dass du deinen Dialga noch aufgehoben hast. Was war schlau von dir? So, wollen wir den nächsten Kampf starten? Das war leider eine knappe Niederlage. Aber Giratina, also Melmetal gegen Giratina, das ist schwer. Ja, ja. Vielleicht hätte ich auch den Draco durchlassen sollen. Bloß dann wärst du die ganze Zeit mit Unheil bekommen. Dann hätte ich gegebenenfalls eine Unheilböe geschildert. Und das wäre echt doof gewesen. Ja, schwierig, schwierig.
Ja, das hätte ich wahrscheinlich eh nicht mehr gewinnen können. Das ist eine gute Führung eigentlich für mich. Gegner bleibt da drin. Ja, Surfer schädige ich da nicht. Das ist ganz klar Surfer. Ich weiß zwar nicht, was der Gegner vorhat, aber okay. Ja, ich schütte immer noch keinen Surfer. Naja. Gar nicht mal schlecht, mich zu snipen. Na, ist doch ja schon gut ausgedacht. Also. Ja. Na, jetzt kann ich auch einen Schritt reinbuttern. Aber wenn es nur der Eisenschädel jetzt ist. Ja. Draco sollte ich trotzdem überleben. Du lässt dich drauf gehen. Oh Gott sei Dank, Giratina. Könnte nur unheilbar sein, aber ja, war klar. Jetzt habe ich zweimal Nassschweif. Spukball überlebe ich. Und deine Q dürfte gar nicht mehr viel machen, ne? Okay, du schaffst nicht mal einen Spukball. Okay, dann ist das ein GG. Perfekt. Palkia hat aufgeräumt, obwohl es eigentlich ziemlich schlecht für mich aussah. Gut, dass der Gegner einen Steinhagel geschüttet hat. Ich gehe nie sofort auf Kraftkoloss. Also auch so, schon gar nicht, wenn der Gegner mit Dialga zwei Schilder hat. Weil das ist Quatsch. Ich will den Gegner auch erstmal in den gelben haben, dass ein Kraftkoloss ausreicht, weil wenn ich so vorher Kraftkoloss einsetze, überlebt Dialga den. Und wenn er dann den Draco droppt, dann kann er Melmetal platt machen. Und deswegen, nein. Oh, Gegner gefunden, ich wollte gerade schon rausgehen. Sehr schön. Ori 255. Ah, der war schon mal Legend, der hat das Rang 10er Outfit. Bloß fragwürdig kombiniert. Er hat Giratina vorne, das ist in Ordnung. Okay. Ich werde schilden. Ja, du gehst auf Spukball, perfekt. Dann schaffst du nur noch höchstens Unheilbühr. So, Eisenschild kommt. Dann wechsle ich hier raus. Könnte schon Erdbeben sein. Ich gehe vom Köder aus. Die meisten ködern dann. Okay, er ist keiner, der ködert.
Allerdings sieht das gar nicht schlecht aus. Ja, jetzt bist du schildlos. Ja, du musst einsetzen, perfekt. Und so, einmal werde ich hier nochmal reinschillen müssen. Egal was kommt. Ja, Erdbeben war klar. Egal was reinkommt, ich habe mit Jäger was Schönes. Ah ja, ne, Metall. Dann gehe ich hier rein, Draco. So, zack. Das kann ich nur verlieren. Das kann ich nur verlieren. Das ist das Schlimme. Ah, du kommst noch mit Unheilböe um die Ecke. Aber Unheilböe müsste ich noch knapp überleben. Ja. So, wie viel bin ich noch vom Kraftkurs weg? Ja, du musst einsetzen. Ach ja, ich hätte nicht Draco einsetzen sollen. Aber du hattest keine Schilde. Ja, und Steinhagel hat gereicht. Und du gewinnst den Gleichstand. Ah, ist das ärgerlich. Ja, Steinhagel hat in dem Augenblick leider gereicht. Ja, das Problem ist, mit Melmetall kannst du Giratina nicht runterfarmen. Das ist nicht möglich. Leider nicht. Wie steht's? Oh, mir schwand übel. Ja, das kann auch ein positives Set werden. Wenigstens positiv, das wäre schön. Kuro Posuk. Pot-Ogel-Handschuh, cool. Sehen nice aus, definitiv. Ja, da gehe ich wieder auf Palkia als Safe Switch. Und du gehst gleich raus. Okay. Das geht aber in Ordnung. Ah, und du setzt ein, ne? Geht auch in Ordnung. Geht auch vollkommen in Ordnung. Dann gehe ich jetzt auf den Draco. Du schüttest auch, perfekt. Das geht vollkommen in Ordnung. Frage ist, kommst du zum Draco? Eigentlich nicht, ne? Nee. Wollte gerade sagen. Ja, schade. Oh, bitte Eisenschädel, Eisenschädel, Eisenschädel. Ah, oh, er hat schon eingelocht, ne? Ja, auf Draco, den wird er jetzt nicht schäden. Oder schäden, eins von beiden. Einen überlebe ich. Einen Schlagbohrer überlebe ich. Ja, das ist verloren. Die kombinieren immer Stalobor mit Giratina hinten. Immer.
Ja, und dann hat er Unheilbö oder Spukball Ray. Ja, das kann ich nicht mehr gewinnen. Ja, das nächste Mal gehe ich einfach auf Melmetal als Safe Switch. Und gut ist. Weil dann locke ich einfach das Giratina raus. Würde mit Dialga dann runterfarmen. Also wenn Melmetal besiegt ist, würde ich mit runterfarmen. Ja, aber das. Ja, es ist schwierig. Da müsste ich über 100 Ecken spielen irgendwie. Das ist schwer. Stahlhofbohr und Melmetallzucken sind schwer zu gewinnen. Also Togekiss und sowas geht eigentlich. Wenn man von Teufel spricht, ich habe Togekiss beschworen, Leute. So, dann machen wir es wieder wie folgt. Hallo? Ohne Lex, hallo. Ja, er kriegt ein Zwischen. Happy Birthday. Danke, Niantic. Das heißt, du kannst vielleicht den Eisenschild abfangen, wenn du willst. Wahrscheinlich war der Schild jetzt eh umsonst, weil du wahrscheinlich zwei Schamps untergekriegt hast. Ja, war umsonst. Sonst schaffe ich immer zwei Eisenschilde. Ich könnte kotzen. Ich könnte im Strahl kotzen. Steinhagel kommt. Ja, wenigstens lässt der Togekiss draufgehen. Aber das ist schon wieder doof, weil. Ja, ich hätte gerne Schilde gezogen. So, rüber hier. Ah, es kommt Elmetall. Das ist, geht in Ordnung. Das geht tatsächlich klar. Ja, geht klar. Das Gute ist, ich habe einen Energievorteil. Problem ist, du kommst trotzdem schneller zu den Attacken. Trotzdem kommst du schneller zu den Attacken. Du schildest hier rein, okay? Muss mir den Schild aufbewahren. Ah, du kannst dich runterfarmen, ne? Ja, nervig. Natürlich hätte ich doch schilden sollen. Jetzt wirst du gleich rauswechseln. No, das ist auch verloren. Okay, du machst noch einen Kraftschloss und ja, mit Schlau, Spukball reicht jetzt. Spukball reicht jetzt. Kriegt zwar noch den Steinhagel raus. Aber der reicht leider nicht. Ja, da bräuchte ich noch einen. Und noch so viel Energie bis zum, ja. Und Leute, das war der Eisenschädel, der mir gefehlt hat. Das war der Eisenschädel, der mir gefehlt hat. Und hätte er sein Melmetal nicht schälen können. Ich hätte meinen Pike ja schälen können. Ja. Willkommen wieder bei 2789. Halleluja. Es geht auf und ab. Und das war das letzte Set für heute. Na gut, für die Folge war's das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.